ich muss doch nur eine Tür dort. Ich muss nur eine vor dieser Tür da drüben verwenden. Wegen Schlüsselschwert springen, genau. Schlüssel des Anwesens erhalten. Das kann ich. Und gegen Hitten. Ja. Ach, ich habe eine Verschnaufpause schon. Ja, ich kenne mich damit aus. Brauche ich jetzt auch nicht noch weiter das zu erklären kriegen. Traverse! Tada, 12 Minuten schon. Jo. Eis. Sind die betäubt? Ah, alle EP einsammeln. EP. Irgendwie gefällt mir das Deck jetzt schon nicht. So, nehmen wir direkt mal Änderungen am Deck vor. Wo ist meine Starttaste? Doch, jetzt kann ich. Okay, ich kann halt nicht mehr. Oh, und das. Hier kommt es drauf an, eigentlich die EP die ganze Zeit einzusammeln. Das war cool eigentlich gemacht. Raum der Begegnung. Und da kriegst du auf dem Raum der Begegnung kriegst du plus 1 auf deine Freunde treffen, den ich zurückgekriegt habe. Eine neue Stufe! Hey, ich bin Level 2. Eine neue Combo, KP steigern, LP steigern. Ich nehme mal die LP heute. Die erste Runde müssen die LP steigen. Ja, klack. Ich könnte natürlich auch die ganze Zeit meine Freunde benutzen, aber ich bin eh schon haut drauf für mich. Hier sind die noch relativ schwach, finde ich. Oh, das ist nicht so gut. Aber die Frostzauber hebe ich mir eh auf. Ich habe da was ganz Besonderes vor. Doch, da kommt noch einer. Doch. Hier kommen immer in einem Raum kommen unglaublich viele, was mich dazu bringt, dass ich so Welten dadurch extrem in die Länge gezogen werden. Also hier wird es nicht durch Backtracking gemacht irgendwie. Klar, du kannst auch Backtracking machen, aber jedes Mal, wenn du rausgehst aus einer Welt, musst du die Welt neu. Rutschattacke bringt mir jetzt auch nicht viel. Aber machen sollten tun wir es trotzdem mal. Hier wird das einfach durch unmäßig viele Kämpfer. Vor allem, wenn wir hier, jeder, der mein Kingdom Hearts 1 LP gesehen hat. Ansonsten schaut mal rein. Jeder, der es mal gesehen hat. Alowampen, diese fetten Viecher. Ja, die sind hier noch viel schlimmer. Raum der Begegnung, plus 1. Komm, wir brauchen Gegner. Noch keine Fässer. Gut, haben wir schon. Wir haben noch eine rote Karte. Schwache Dunkelheit, minus 2. Das heißt, die sind schwächer als normal. So. Oh. Hier kommen schon die Klappersoldaten. Coole Sache.
voll daneben. Ja, lass mich in Ruhe. Flüchten könnt ihr auch, wie ihr gerade gesehen habt. Ich hätte die ganze Zeit immer einen Heiltrank dabei gehabt. Mit Heiltränken könnt ihr direkt eure Angriffsfähigkeiten wiederherstellen. Ist zwar total sinnfrei, wie das funktionieren soll, denn Heiltränke sind eigentlich normalerweise dafür da, dein Leben wiederherzustellen. Hier in dem Schloss nicht. Da teile ich mit Heiltränken, stelle ich meine Attacken auf. Ja, zusammen. Das ist auch, glaube ich, der einzige Teil, der eine etwas andere, ja, Kampfkombination hat. Also ein komplett ganz anderes Kampfsystem hat. Macht den Teil jetzt nicht gerade schlecht, finde ich, oder so, sondern ist ganz angenehm. Hat nochmal was anderes, bisschen was für den Griff, so. Den nächsten Gameboy-Teil, den ich aus der Kingdom Hearts-Reihe spielen werde, hat wieder natürlich, zuerst ein DS-Teil. Zweitens hat er dann, etwas andere Grafik, ein bisschen besser vielleicht. Haben nur Dunkelheit, jetzt steigen wir in die KP. Auch wenn ich noch keine Anhänger gekriegt habe, mache ich trotzdem mal. Steigt eh noch ein paar Level hier, wenn es so weitergeht. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Wo war ich denn gerade gedanklich? Wieso kriege ich so viele Räume der Begegnung? Ich habe die, glaube ich, nie genutzt, ganz ehrlich. Das ist überhaupt das Richtige. Jo, Kronetüren, ich weiß. Kann ich mit speziellen Schlüsseln? Ja. Jo. Ah, ich habe den sogar. Ich sehe aber keine. Ich hätte eine davon. Warum habe ich hier so viele? Und in diesen Türen geht es grundsätzlich mit der Story weiter. Alleine zu kämpfen ist viel schwerer, als ich dachte. Ah. Hört auf, so aus dem Nichts zu erscheinen. Wir können nichts dafür. Wir wissen auch nicht, was hier vor sich geht. Du bist kämpferisch, aber du bist ganz schön... ganz schön eingerostet. Brauchst du wirklich keine Hilfe? Alles in Ordnung, wirklich. Mit dieser Einstellung bist du bald Futter für die Herzlosen. Hm? Leon, du bist es. Was machst du hier im Schloss des Entfallens? Schloss des Entfallens? Was redest du da? Das ist die Stadt Traverse. Und woher kennst du meinen Namen? Ich habe euch noch nie im Leben gesehen. Lass die Spielchen näher. Wir haben doch alle gegen die Herzlosen gekämpft. Das weißt du doch. Ich weiß überhaupt nichts. Wovon redest du? Ich kenne dich nicht. Ich kenne nicht mal euren Namen. Wirklich nicht? Leid. Ich weiß es nicht. Wie kannst du uns nur vergessen haben? Hey, tut mir echt leid, aber ihr verwechselt mich. Das passiert ständig. Nimm's nicht persönlich, Sora. Du kennst ja seinen Namen. Doch! Halt, stopp. Woher kenne ich deinen Namen? Glaubst du, dass Leon bloß Spaß macht? Wenn ja, ist es nicht witzig. Sora ist wirklich verletzt. Wer macht hier Späßchen? Goofy. Und du, Donald? Ihr seid doch diejenigen, die... Hey! Ich kapier das nicht. Was ist bloß mit meinem Gedächtnis los? Keine Ahnung, Leon. Vielleicht hat Aris... Ja, doch recht mit ihrer Ahnung. Juffi! Sie sagte, sie würde eine Art unheimliche Macht spüren und bat uns,
der Sache nachzugehen. Das haben wir getan und das fällt gerade definitiv unter die Kategorie unheimlich. Vielleicht sollten wir Sora und die anderen zu Abyss bringen. Yuffie, du kennst ja meinen Namen. Ja, und du meinen wohl ja auch. Ja wohl auch. Warum? Ist das ein Freund von dir? Nein, er ist mir völlig fremd. Aber ich kenne seinen Namen. Seltsam, aber praktisch. So sparen wir uns langatmige Vorstellungen. Mann, Yuffie, damit wären all unsere Probleme gelöst. Ich gehe vor und erkläre Abyss alles. Leon, du führst Sora und die anderen überall herum. Bis später. Also weiter im Text. Kommt schon, folgt mir. Aber passt auf, es befinden sich immer noch Herzlose in der Stadt. Ich zeige euch besser, wie ihr euch in der Schlacht schützt. Wie Schlacht schützt. Ach so, ja. Das braucht man nicht so schnell. Ich brauche einen höheren Wert, habe ich einen höheren Wert. Oh Gott, damit, da muss ich einfach nur draufhauen. Soweit alles klar. Also, die Nullkarte ist wie so ein Ass praktisch, nur dass das Ass von allen Seiten auch geschlagen werden kann. Mann, bin ich müde. Das geht mir ziemlich auf den Keks. Ich weiß, was ich machen soll. Ich weiß. Und zwar... Die Summe, ja genau, ja, aber die erste Karte, die du ausspielst, geht flöten. Also nicht so perfekt. Aber es gibt eine Kartenkombination, die werde ich jedenfalls im späteren Spielverlauf jedes Mal spielen, ganz ehrlich, weil sie einfach nur geil ist. Die ist einfach nur geil. Genau, verlierst du mal die erste Karte, die du dafür im Petto hast. Können sie nicht mehr nachpacken? Ja, 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 komm. Ja, ist gut. Ich will hier raus. Sehr schön. Kommst du soweit klar, Sora? Ja, mehr oder weniger. Den Rest eigne ich mir schon in den ersten Kämpfen an. Die hat hier rumgelegen. Nimm sie. Denke, was ich dir erklärt habe, nutze es. Denke an das, was ich dir erklärt habe, nutze es, genau. Simba, Schlüssel der Vorhersehung. So, wir haben auch schon unseren ersten Aufruf damit gekriegt, den ich nicht nutzen werde. Die sind hier noch schlecht, also